Hallo und willkommen zurück zu Atelier Escher und Logi. Heute wollen wir die Dorfbevölkerung zufriedenstellen. Die hat ja noch ein paar Wünsche. Aber beim Durchsehen der Rezepte ist mir noch aufgefallen, dass wir hier irgendwie so ein Gas herstellen können. Für den Ballon. Und eventuell löst das ja ein Event aus. Deshalb werde ich das mal zuerst basteln. Ich weiß gar nicht, ob wir das früher schon konnten, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir jetzt erst dazu gelernt. So, dieses Bouillon-Gas, das habe ich ja schon nachbestellt bei den Homunkuli. Glasstab kann ich jederzeit nochmal neu machen. Und dann... was braucht das Teil überhaupt? Moment. Geht ja schon gut los. Keine Ahnung. Achso, und wie viele Tage brauchen wir dafür? 3 Tage. Das ist genau der richtige Zeitraum, weil dann werden viele Sachen fertig. 3 Tage. Ja, ich nehme mal den Lehm hier. Und dann brauchen wir noch blau oder grün. Ja, nehmen wir das einfache Vogelei. Mal gucken, ob es reicht. Dann haben wir auch noch Rot und Grün. Das wäre natürlich noch ein bisschen besser. Rot und Gelb. Nee. Versuchen wir es mal so. Ach ja, der hat ja Rot und Grün. So, und... So, jetzt brauchen wir dann nur noch 30 Punkte da unten. Das heißt, wir können den hier nehmen. Jetzt die Frage, entweder die Qualität ganz auffüllen, wobei die ja schon ziemlich hoch ist. Oder hier die Quantität nochmal um einen erhöhen. So, haben wir 4 gemacht. Normalerweise hätten wir nur einen bekommen. Und das ist ja nur Gas. Mit dem machen wir später wahrscheinlich, also wenn wir was Neues noch basteln. Das heißt, ich sage hier mal PP Expansion. Property Enhance von was auch immer. Ich glaube, Follow-up Attack und sowas bringt hier gar nichts. Ich nehme hier einfach mal den High Price mit. Vielleicht können wir das dann gut duplizieren lassen und im Shop verkaufen oder so. Mal gucken. Level up!
Ich hab's geschafft. Und sieht alles in Ordnung aus? Ah, sollte er. Ja, sieht fantastisch aus. Jetzt müssen wir es nur eine Weile ruhen lassen und das Gas bildet sich dann ganz von selbst. Ja, ziemlich gute Arbeit, Escher. Ich hätte nie gedacht, dass man sowas in einem Kessel erledigen könnte. Du hast dich sehr stark verbessert. So. Wirklich? Sag mal, wofür brauchen wir das denn überhaupt? Ja, wofür werden wir Ballongas brauchen? Sagt ihr es mir, ich weiß es nicht. Logi erklärt es nochmal für die, die es noch nicht verstanden haben, also für mich. Wir werden halt die Gasblase des Luftschiffes damit füllen und dadurch wird es dann leicht genug, um zu schweben. Ihr erinnert euch ja, vor gefühlt 20 Folgen oder sowas hatten wir ja dann diesen Auftrag bekommen, ein größeres Luftschiff zu bauen, wo wir dann auch an die anderen Ruinen daran kommen und so. Dafür brauchen wir aber besseres Gas. Und das Schiff muss ja auch einiges tragen können, also nicht nur uns, sondern auch unsere Ausrüstung. Und deshalb müssen wir schauen, wie wir das Schiff leicht genug halten. Außerdem kann das Schiff dann weiter und auch höher fliegen. Und wenn ich das Gas jetzt in so eine Papiertüte reinfülle, kann das dann auch schweben? Ja, das könnte man machen, aber warum? Ja, es sieht doch ganz hübsch aus, das dann rumfliegen zu sehen. Ja genau, dafür arbeiten wir jetzt nochmal 3 Tage, damit wir eine Papiertüte fliegen lassen können. Ja, wenn das Gas entweicht, wird die Papiertüte aber wieder runterfallen und wenn es sich dann entzündet, dann ist es richtig übel. Ich frage mich gerade, ob Logis Verbrennungen, die er hat, auch von so einem Gasunfall herrühren. Naja, auf jeden Fall hält das für keine gute Idee. Und naja, heutzutage sind Luftschiffe, also jetzt in der realen Welt, ja auch extra mit Helium gefüllt und nicht mehr mit Wasserstoff, damit sie nicht einfach mal so zwischendurch explodieren. Ja, ich hätte nie gedacht, dass Escher das hinbekommt. Ist sie wirklich so gut oder hat sie einfach nur Glück? Wenn das mit dem Gas nicht geklappt hätte, dann wäre es viel einfacher gewesen, den gesamten Plan aufzugeben. Wie Escher aussieht. Bist du jetzt sauer auf mich? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Nein, ich bin nicht sauer. Es ist gar nichts. Ja, die große Herausforderung steht uns noch bevor. Es hängt alles davon ab, wie stark sich Escher bemüht. Ja, was zur Hölle soll ich jetzt nur machen? Sate, 最低限必要な材料は揃ったけど、作業の方はどうだ, Armin? Ja, wir haben nun die Mindestanforderungen der Materialien erfüllt. Wie sieht's denn auf deiner Seite aus, Armin? 順調だよ。技術班の連中が仮設発着場で一気に組み立てている最中さ。
Es läuft reibungslos. Jeder der Ingenieure setzt gerade den Rahmen zusammen im Trockendock. Es nimmt langsam Formen an und ich gehe davon aus, dass wir es demnächst in das Entwicklungsdock packen können. Ja, Escher ist mal wieder total aufgeregt. Wahrscheinlich muss sie gleich wieder aufs Klo. Ja, mada are wa kansei ni wa hodo toi. Ima no mama ja. Chotto seinou no ii kikyū tte tokoro da. Nein, ist noch lange nicht fertig. Also, bisher ist es noch nicht besser als ein normaler Blip. Itsumo tsukatte iru borokikyū yori wa mashi darou kedo, kore dake ja mada mada da yo. Also ein bisschen besser als die normalen Blips, ja, aber noch lange nicht gut genug, um uns zu diesen Ruinen zu bringen. Ja, aber was brauchen wir dann noch? Ja, erstmal müssen wir jetzt den Prototyp fertigstellen und dann brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, welche Probleme uns dann noch erwarten können. Ach, wenn du derjenige bist, der darüber nachdenkt, dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Ja, ich habe noch eine Menge zu erledigen. Ich lasse euch beide mal eben alleine. Warum ist er jetzt so plötzlich gegangen? Gut. Mal sehen, da sind hier bestimmt neue Events. Nee, doch nicht. Gut, dann gehen wir noch mal eben kurz zum Homunculus und holen die Sachen ab, die fertig sind. Das ist noch dieser Pfannkuchenstapel, den ja Duke irgendwann mal erfunden hat. Dann noch mal Reservegas, Edelsteine. 4 Tage, bis die Wurzel fertig ist, also gesammelt ist. Dann können wir mal gucken, ob wir das Ballongas jetzt auch noch duplizieren können. Ist die Frage, ist es überhaupt hier oder? Genau, so einen Glasstab mache ich nochmal neu. Den haben wir ja gerade verbraucht. Dauert bestimmt auch nur 5 Tage, genau. Wir bleiben ja noch ein bisschen in der Stadt. Erstmal die notwendigsten Sachen. Früchtekuchen. Ich glaube, wir mussten Früchtekuchen irgendwo abliefern. Lass mich gerade mal eben nachschauen. Ich glaube hier, oder? Fruit Pie, genau. Ich hoffe mal, einer reicht. Na, ich denke mal, 15 Tage werden wir noch sein. So, dann gehen wir hier mal direkt zum Plaza und geben mal Früchtekuchen ab. Muss ich hier mal eben aus unserem Dings rausholen. Ne, haben wir noch einmal so, ne? Ja.
Wo bist du? Ja, einer reicht, super. Hätte das auch gereicht? Nee. So, wir mussten noch irgendwas duplizieren. Ich weiß es genau. Musicboxen, genau. Drei Stück. Es dauert 10 Tage. Ich mache dann nur mal 2. Und ich kann es auch beschleunigen. Genau. Ich mache 3. Oh nein, das ist nicht wahr. Ach je. Jetzt kann ich es auch nicht mehr abbrechen. Ich werde das wahrscheinlich dann noch ein bisschen beschleunigen später, aber erstmal abwarten. So, du hast nichts Neues. Wir wollen noch Gnadi-Ringe oder so ähnlich brauchen wir noch. Und was war das dritte? Medical Bag. 2 Medical Bags. Können wir die herstellen? Ach, das ist hier Dings, ne? So ein, womit hier, ja. Wie heißt sie noch? Ich vergesse schon wieder den Namen von den Protagonisten, sorry. Auf jeden Fall brauchen wir 2 davon, müssen wir abgeben. Sie trägt auch momentan keinen davon. Warum eigentlich nicht? Womit kämpft sie denn? Lucille, genau, das wäre ihr Name. Ach, weil wir einen tollen Dark Angel Bag schon gefunden haben. Oh, apropos gefunden. In dem dicken Kampf haben wir doch einen netten Zauberstab gefunden. Ja, guck dir den an. Das ist dann mal eine nette Abwechslung. Sehr schön. So, dann müssen wir noch ein Medical Bag basteln. これ、こうして、こうだ。どうぞ。 Gut, können wir die Sachen abgeben.
Oh, das ist Neues. Ich glaube, hier muss ich eh hin, um die Sachen abzugeben, oder? Open Area. Dann gehen wir da mal eben erst hin. So, und dann hören wir uns mal an, was Arvin hier zu sagen hat. Oi, Megane-kun. Ima wa hima shiteru kai? Hallo, habt ihr gerade einen Augenblick Zeit? Megane-kun te. Tashika ni mukashi wa yoku iwaremashita kedo. De, douka shimashita ka? いやさ、どうにも相棒の調子が悪くてよ。ちょいと見てもらえないかね。どれどれ。Okay, ich hatte es eben auch nicht verstanden. Es geht nicht um seine Freundin, sondern um seine Knarre, die Probleme macht und die soll sich Arvin halt mal angucken. フレームが歪んでましたね。調整しておきましたから、これで少しは良くなったと思いますよ。助かるよ。俺も手入れくらいはできるけど、専門的なのはさっぱりでさ。俺も銃の専門家ってわけじゃないんで、結構適当ですよ。Und obwohl Arvin jetzt kein Experte für Schusswaffen ist, hat er das Ding repariert bekommen. Es war halt die Trommel so ein bisschen aus der Spur geraten. そもそもどうやったらこんなに細かく金属を加工したりできるのかもわからないくらいですから。ふん。ま、俺は遺跡から見つかったやつを拝借してるだけなんだけどさ。レイファーさんは世界中を旅しているんですよね。おう。なんで改まって。ひょっとして。 Megane-kun-mo-Treasure-Hunter-Shibou-kai? Ja, die Knarre, die Reifer benutzt, hat er angeblich in Ruinen gefunden, was aber nicht stimmt, denn wir haben die ja hergestellt. Und Arvin ist es nicht gewohnt, mit so dünnem Metall zu arbeiten. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch raus, was Reifer jetzt hier mit Specs meint. Ich würde es mal mit vier Auge übersetzen. Ich glaube, weil Arvin Brillenträger ist, nennt er ihn halt Specs, also von wegen Spectacles. どちらかといえば探検家の方ですね。世界を巡って旅するなんてすごくかっこいいじゃないですか。だろう。世界を旅するってのは最高にかっこいい仕事なんだよ。わかってるね。 Und Arvin erkundigt sich nach dem Job als Erkunder oder Schatzjäger und Reifer sagt, es ist halt, es gibt keinen besseren Job als den. Ich würde nämlich unheimlich gern mal den Rand der Welt erblicken. Hast du schon von den Legenden gehört? Oh, あの伝説に興味があるのかい? いいね、いいね. Ja klar, gerade diese Geschichte habe ich immer besonders genossen. そういうノリは好きだよ。悪いけど、俺っちもその話はこっちに来て初めて聞いたんだ。だから逆に俺の方がいろいろと聞こうとしてたくらいなんだよ。そうですか。レイファーさんなら詳しいことも分かると思ったのにな。じゃあ、俺もいろいろと情報を探してみるよ。
そのうち詳しく話そうぜ。Reifer weiß aber auch nichts Genaues über diese Legende und wird sich jetzt mal auf seinen Reisen kundig machen, ob er was rausfinden kann. 本当ですか?心強いです。ありがとうございます。あ、いたいた。お兄ちゃん。お、珍しい組み合わせだな。Reifer もアウィンに用だったのか? Oh, ein seltenes Paar, Reifer und Arvin.Was genau wolltest du denn von ihm? Oh ja, 銃の調子が悪くてな。メガネ君に見てもらってたんだ。そうなんですか?へえ、お兄ちゃんって銃の修理もできるんだ。見た目でわかる部分をちょっと調整するだけだよ。結構適当だって。じゃ、俺の用事は済んだから失礼するぜ。ありがとうよ、メガネ君。お互いでっかい夢のために頑張ろうぜ。叶うといいな。やけにご機嫌だったけど、何だったんだ? Er war ziemlich guter Laune. Ich frag mich, was mit ihm los war. それで、二人は何か俺に言おうかな。Und was wollt ihr beiden jetzt? あ、そうそう。これなんだけどね。